In Deutschland gibt es rund 2,5 Millionen Familienunternehmen. Sie gelten als Motor der deutschen Wirtschaft. Jedes Jahr zeichnet die Bonner Intes Akademie für Familienunternehmen einen Inhaber aus, der sein Geschäft besonders gut führt. Dieses Mal eine Unternehmerin, die das Erbe einer ganzen Dynastie zusammenhalten muss. Jeden Morgen hat Simone Bargeltra auf dem Weg ins Büro ihre Familiengeschichte im Blick. Die 46-Jährige ist eine Ururenkelin von Fritz Henkel, dem Gründer des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns. Seit 2009 sitzt sie auch als Vorsitzende im Henkel-Aufsichtsrat. Sie kontrolliert einen Konzern mit 16,5 Milliarden Euro Umsatz und sichert die Dominanz der Familie im Konzern. Simone Bargeltra wurde deshalb am Abend auf Schloss Bensberg von der Bonner Akademie Intes zur Familienunternehmerin des Jahres gekürt. Natürlich ist man im Aufsichtsrat für wesentliche Entscheidungen mitverantwortlich, aber immer zusammen mit dem Vorstand. Also das Statement mehr moderierend als befehlend ist sicherlich richtig. Derzeit steht Henkel vor großen Herausforderungen. Russland boykottiert einige Waschmittel westlicher Hersteller und in China ist das Wirtschaftswachstum zurückgegangen. Die Henkel-Aufsichtsratsvorsitzende lässt sich davon aber nicht beirren. Simone Bargeltra denkt langfristig. Eine Frau, die ihre Familie zusammenhält, die das Unternehmen grandios führt, die sich nicht aufdrängt, die uneitel, unaufgeregt ist, ja, dabei professionell und mega erfolgreich. Seit fast 140 Jahren gibt es das Unternehmen Henkel mittlerweile. Simone Bargeltra führt die Familientradition fort mit ihrem eigenen modernen Führungsstil.